Ich bin zurück! Und hiermit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable. Leute, ich weiß, ich habe ewig kein Video gemacht. Es tut mir wahnsinnig leid. Halloween ist seit letzter Woche da. Aber heute ist es soweit. Ich gucke mir das nagelneue Halloween-Update an. Wir kaufen, glaube ich, eines der neuen Pferde. Und ich erzähle euch, oder ich versuche euch zumindest zu erklären, warum ich so lange nicht da war. Ihr wisst ja wahrscheinlich, jetzt wartet mal, ich habe sofort Brain Lag, oh Gott. Ich wollte wirklich anfangen zu erzählen, es hat wirklich super funktioniert. Ich habe beschlossen, wir gehen heute mit Blaze, denn habe ich Blaze im letzten Video gekauft? Ich glaube schon. Oder vielleicht war es das vorletzte Video. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe ihn noch nie geritten. Das liegt einfach daran, dass ich im Moment nicht so viel Zeit am PC verbringe und mehr Zeit im Stall. Aber ich habe ja schon ein paar Updates gemacht zu meiner kleinen süßen Snow. Und in einem meiner nächsten Videos gibt es noch richtig krasse Neuigkeiten. Oh mein Gott, Leute. Jetzt wird's schaurig und wir müssen jetzt hier ins Portal. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch noch ganz kurz sagen, der Snow geht's gut. Also es ist nichts passiert mit ihr oder so, ihr geht's super. Wir haben jetzt zwei neue Fohlen bekommen, die hat sie aufgenommen und die liebt sie auch über alles. Ein Update von Snow kommt bald. Warum und weshalb ich so lange kein Update gepostet habe, ist ja vielfältig. Okay. Galopp ist Keep. Ist es nicht dasselbe Intro, das wir jetzt die letzten Jahre auch hatten? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich meine, für neue Spieler ist es cool, dass wir immer die gleichen Events haben, jedes Jahr. Für Spieler, die schon lange spielen, falls ihr euch fragt, seit 2013 spiele ich bereits. 2013? Ist das richtig? Ich glaube ja. Seit 2013, seit 2012? Irgendwie sowas auf jeden Fall. Es ist extrem lange. Und wenn es immer die gleichen Events gibt, dann ist es irgendwie ein bisschen langweilig. Und ich muss ehrlich sagen, ich spiele immer weniger SSO. Es liegt, wie gesagt, auch dran, dass ich einfach jetzt oft im Stall bin. Aber ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass wir jetzt mal ein neues Event bekommen. Mit einer neuen Story, mit was richtig Neues, Coolen. Und da hätte ich mich auch mega krass gefreut. Aber immer dasselbe ist auch ein bisschen langweilig, oder? Schreib mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie du das siehst. Oder bist du vielleicht sogar ein neuer Spieler? Aber ich wollte euch eigentlich in dem Video unbedingt erzählen, was jetzt bei mir eigentlich alles abgeht. Alles möchte ich euch nicht erzählen, denn letztendlich die große Neuigkeit, die ich habe, ist eine Überraschung. Und da werde ich auch ein Real-Life-Video dazu machen. Ihr könnt gerne einfach mal in die Kommentare schreiben und diskutieren, was ihr glaubt, was es ist. Ich habe in den letzten Monaten auf jeden Fall ja, mehr Zeit im Stall verbracht. Und ja, es ist ziemlich cool und ich freue mich auch. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Ganzen sagt. Und wie gesagt, ein Snow-Update wird auch kommen in den nächsten, ich weiß nicht, Leute, wahrscheinlich in den nächsten Wochen. Ich gucke mir nochmal ganz kurz alle Pferde an, denn ich glaube, ich weiß, welches Pferd ich kaufen möchte. Aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, denn ihr kennt mich. Ich entscheide mich auch gern einfach mal schnell um, was für ein Pferd ich nehmen möchte. Und ja, es ist quasi so, dass ich im Moment mit dem E-Roller in den Stall fahre. Ich weiß, klingt super strange, oder? Aber ich habe nur knapp 3 Kilometer in den Stall. Und mit dem E-Roller, das hat sich irgendwie ganz gut ja, ganz gut angefühlt und war eigentlich ganz cool bis jetzt. Aber ich fahre jetzt echt richtig oft in den Stall und der E-Roller, der hält halt nicht so lang. Ich muss ihn ständig laden und im Winter ist es einfach super, super bitter kalt auf dem E-Roller. Und ich kann natürlich auch den Nick nicht mitnehmen, der mir helfen würde mit den Videos, weil ich kann ja, ne, nicht selber filmen, außer ich stelle irgendwo einfach nur starr eine Kamera hin. Das hat übrigens super funktioniert. Ich habe das Video, das ich machen wollte, schon mal gefilmt und das ganze Video hat einfach
einfach nicht aufgenommen, weil ich nicht gesehen habe, dass es nicht aufgenommen hat, weil eben ich nicht hinter der Kamera, sondern vor der Kamera stand. Also ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt. Und ja, jetzt habe ich mein Auto gerade in der Werkstatt. Das ist, dauert leider noch ein bisschen, bis es fertig ist. Es muss leider viel repariert werden. Ich habe, also ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe seit 5 Jahren kein Auto. Weil ich ja von zu Hause arbeite und ja, so auch nichts gebraucht habe. Das wäre das mega schön. Und ja, dadurch, dass ich jetzt öfter in den Stall fahre, ja, muss ich jetzt mein Auto oder will ich mein Auto anmelden, denn es ist einfach viel einfacher. Oder wenn im Stall irgendwas mal ist, ich schnell einfach hinkommen kann, ist es einfach viel besser. Und wenn ich jetzt ein Auto anmelde, dann kann ich sowohl den River mitnehmen. Falls ihr nicht wisst, wer River ist, ich verlinke euch mal ein Video im i, da habe ich ihn gezeigt und ich habe vielleicht hier auch ein kleines Bild eingeblendet von ihm und meinen Sohn, den Nick, und der hilft mir dann bei den Videos und dann kann ich viel mehr Real-Life-Videos machen. Wenn ihr Real-Life-Videos von mir sehen wollt, dann lasst doch gerne einen Like da und schreibt es mir auch unbedingt in die Kommentare, denn ganz oft ist es bei mir einfach so, haben wir nicht mehr Pferde? Ach doch, da hinten, lol, ich bin einfach vorbeigelaufen, aber ich glaube, die kenne ich alle schon, oder? Also sie hier habe ich ja. Bei den anderen Pferden bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, die beiden habe ich auch. Ja, dich habe ich auch. Dich habe ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe beide. Okay. Und dich habe ich auch. Oh, das kleine Mäuschen. Meine Lee ist es. Ja, guck mal, steht sogar hier. Already owned. Okay. Habe ich eigentlich den Paint? Ich glaube nicht, ne? Nee. Den habe ich letztes Jahr nicht gekauft. Weil ich mir nicht sicher war, ob ich den möchte oder nicht. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich ihn möchte oder nicht. Lol, dieses Video ist ein bisschen all over the place. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich versuche euch jetzt einfach in diesem Video meine ganze Geschichte zu erzählen. Aber es ist irgendwie nicht so einfach. Oh mein Gott, es ist echt... Oh Gott, jetzt habe ich irgendjemand angeklickt aus Versehen. Oje, oje. Aber ja, jetzt habe ich dann natürlich meinen Faden verloren. Bevor ich jetzt meinen Faden wiederfinde, kaufen wir jetzt uns mal Audra. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber gab es nicht schon mal eine Audra? Also gab es nicht schon mal ein Pferd, das Audra hieß? I'm not sure. Aber ich möchte unbedingt dieses Pferd, weil es ist mega süß. Jetzt wartet mal, kann ich nicht auch irgendwie umswitchen? Wartet. Ging das nicht hier irgendwie? Ein paar Sekunden später. Ey, warte, hier! Yes, let's go! Toggle, toggle. Oh, guck mal, wie süß! Oh mein Gott, und es ist quasi ein Appy. Es ist quasi, Leute, das ist eigentlich ein Haflinger-Appy-Mix, oder nicht? Oh mein Gott, ich bin mega krass begeistert. Falls du nicht weißt, was meine kleine süße Stute ist, sie ist ein Appaloosa. Und ich liebe Appaloosa, ich bin absoluter Fan von Appaloosa. Und ich finde dieses Pferd mega. Oh mein Gott, es ist mega süß. Aber jetzt wartet mal, ich bin auch ein riesengroßer Fan von den Tennessee Walkern. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal ganz kurz an. Boah. Der ist aber auch richtig schön. Das Problem an dem Ganzen ist, der ist mir sehr, 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 sehr ähnlich wie das Birkenpferd vor ein paar Jahren. Deswegen, glaube ich, möchte ich Audra. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Audra kaufen, aber ich möchte Audra auf jeden Fall haben. Wir kaufen jetzt Audra und dann erzähle ich euch natürlich sofort weiter. Ich muss kurz das Video pausieren, weil ich habe keine Ahnung, was ich erzählt habe. Aber egal. Wir könnten... Fantasy wäre doch eigentlich ein ganz cooler Name, oder? Wir nennen sie einfach so, wir machen aus ihr eine Stute, weil meine Appaloosa-Stute ist eine Stute. Es macht gar keinen Sinn. Egal. Sie ist trotzdem eine Stute und sie ist... Mir fällt gerade auf, mein Spiel ist auf Englisch. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber mir ist es gerade erst aufgefallen. falls du es nicht wusstest, ich bin quasi, also ich spreche fließend Englisch und ganz oft fällt es mir einfach nicht auf, sorry. Leute, ignoriert einfach mein englisches Spiel, ich möchte es eigentlich nicht neu starten, ist ja letztendlich auch egal. Wir machen hier nichts Besonderes, wo ihr wissen müsst, was da steht, falls ihr kein Englisch könnt, aber sie ist eine Stute, denn ich hatte irgendwann mal vor, weiß ich nicht, nicht allzu langer Zeit meine These aufgestellt, dass ich Stuten lieber reite wie Hengste oder Wallache hier im Spiel. Ich glaube, das stimmt nicht, weil wenn ich in der letzten Zeit irgendjemanden geritten habe, dann war das immer mein Tennessee Walker und der ist ja ein Junge. Von daher ist es, glaube ich, egal, aber sie ist eine Stute. Nein, ich hatte jetzt gehofft, dass es so Halloween-Stimmung ist. Das hätte ich so richtig toll gefunden. Aber ist nicht so schlimm. Ah, oh, sie ist mega süß.
Sie heißt Fantasy. Das ist ein richtig toller Name. Wir schicken sie in den Stall und lassen uns abholen. Okay. Ich glaube, ich kann mich nicht abholen lassen. Ach Mann, hätte ich es gewusst, dann hätte ich sie gleich geritten. Okay, ab in den Stall. Da sind wir zurück im Stall und da ist die Stute mit ihrem Fohlen. Ach Gott, die kleine Maus. Und das Letzte, was ich, glaube ich, erzählt hatte, ist, dass mein Hund und mein Sohn dann, wenn ich das Auto habe, mit in den Stall kommen können und dass dann einfach Videos leichter werden. Weil ich stelle mich ein bisschen an und ich habe im Moment keine Kamera mehr, denn ich hatte ja mal Livestreams auf Twitch gemacht und da hatte ich ja eine Kamera. Nur das Problem an dem Ganzen ist, die ist defekt und jetzt habe ich quasi nur mein Handy. Und ja, das ist anscheinend ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht nicht kompliziert, aber ich stelle mich einfach an und ich möchte euch ja nicht immer nur kleine Clips zeigen und ja, das erste Video, wo ich euch die Neuigkeiten erzähle, das muss halt schon ein bisschen, ja, ein bisschen cool sein, denn ja, ich bin halt so, meine Real-Life-Videos, zum Beispiel das mit der Snow und so, das gucke ich mir definitiv auch immer mal wieder gerne an. So, wir haben jetzt gerade Fantasy rausgeholt und ich, nein, ich hab's nicht im Griff, Alter. Also ich muss ehrlich sagen, für mich, die so lange SSO spielt, die einfach gewöhnt war, einfach irgendwo hinzuklicken und dann das zu bekommen, was sie erwartet, ist es echt mittlerweile schwierig geworden. Ich meine, ich verstehe es, weil wir haben ja mittlerweile jetzt... Oh mein Gott, das ist mega süß. Habt ihr das gesehen? Sie hat jetzt den Fuß nach außen gestreckt. Das war aber jetzt nicht so, sah jetzt nicht so mega gut aus, aber ist letztendlich auch egal. Okay, okay, okay. Dakota? Findest du dich jetzt besonders cool mit dem... Hufkratzer und dem Eimer? Sammeln wir jetzt Gegenstände in unserer Hand? Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was da los ist. Wollen wir die Bürste jetzt auch noch einsammeln oder können wir die wieder wegmachen? Die können wir anscheinend wieder wegmachen. Okay. Okay, das ist gar nicht strange. Sie hat schon Schweißperlen auf der Stirn. Das kann ich verstehen, wenn man die ganze Zeit einmal rumträgt. Naja, auf jeden Fall würde ich eben gerne Videos machen im Stall und falls ihr darauf Lust habt, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Jetzt dazu, warum ich so lange jetzt von der Snow keine Videos gemacht habe. Wir hatten jetzt leider in den letzten Monaten, ich glaube 3 Monate sind es jetzt knapp gewesen, Druse im Stall. Also falls du dich mit Pferden nicht auskennst, Druse ist eine super ansteckende Krankheit, die tödlich enden kann und da mussten wir alle möglichen Vorkehrungen treffen, dass die Pferde sich nicht anstecken. Wir haben Gott sei Dank nur 2 weitere Pferde haben sich angesteckt im Stall, ansonsten kein einziges weiteres. Die Snow hat sich natürlich auch nicht angesteckt, keiner von den Fohlen hat sich angesteckt. Und ja, aber durch die Druse war das jetzt quasi sehr, sehr schwierig, weil die Fohlen, die standen so, dass man da nicht mehr hingehen darf. Also ich durfte nicht zu der Snow jetzt die letzten 3 Monate. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich aufführt, wenn ich sie wieder sehe. Denn ja, sie hat jetzt quasi wild gelebt. Natürlich wurde sie gefüttert und gemistet und so weiter. Das wurde aber nach einem Hygienekonzept gemacht, nur von einer einzigen Person, vom Stallbesitzer. Und deswegen habt ihr keine Videos von der Snow gesehen. Jetzt ist aber alles wieder gut und ich kann die kleine Maus wieder besuchen. Und ich möchte euch eigentlich mitnehmen. Ich glaube noch nicht, dass mein Auto fertig ist. Ich werde sie jetzt die Tage besuchen wieder. Aber ich werde versuchen, euch trotzdem ein Video davon zu machen, wie unser erstes Wiedersehen einfach ist. Denn ich hoffe, sie hat mich nicht vergessen und hat mich trotzdem noch lieb, denn sie weiß ja nicht, warum ich jetzt so lange nicht bei ihr war. Und es ist halt super schade, weil wir haben den ganzen Sommer jetzt letztendlich nicht miteinander arbeiten können, nicht miteinander kuscheln können. Also die Snow ist eine super kuschelige Maus. Aber es war einfach wichtiger, dass unser Stall diese Druse gut übersteht. Denn wenn ihr euch ein bisschen mit Pferde auskennt, dann kennt ihr bestimmt viele Ställe, die eine Druse 1, 2, 3 Jahre hatten oder sogar länger. Und die einfach aus dieser Situation gar nicht rauskamen. Und ja, wir haben einfach so einen tollen Stallchef, der ja das einfach so krass umgesetzt hat mit dem Hygienekonzept. Und wir haben uns halt auch alle dran gehalten. Für mich war es schwer. Ich war die Einzige, die eben unten Fohlen hat, außer die Stallbesitzer selber.
Und für mich war es sehr, sehr schwer, aber ich habe letztendlich gerne mitgeholfen, dass unser Bestand geschützt wird und freue mich aber jetzt umso mehr, die kleine Maus wiederzusehen. Und tja, ich bin gespannt, ob einer von euch oder mehrere errät, was meine großen News sind. Ich habe lange überlegt, ob ich euch das hier in dem Video schon erzähle, dass ich News habe, aber ich glaube, es ist in Ordnung und ich kann mir vorstellen, dass einige von euch das auch schon erraten werden. Ich werde versuchen, so viele Kommentare von euch wie möglich zu beantworten. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen, dass ihr sehr gerne liken, Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!